Die Rote Sau lebt. Der legendäre erste Rennwagen von AMG auf den Straßen rund um Wegberg. An Bord Profi-Rennfahrer Christian Menzel. Ja, ich sitze an einer Legende und bin auf dem Weg zu einer Legende. Hans Heyer aus Wegberg, einer der schillerndsten Figuren aus der wunderschönen 70er und 80er Jahre Zeit des deutschen Motorsports. Und mit genau diesem Auto oder mit diesem Typ Auto hat Hans Heyer 1971 den zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen belegt. Hans Heyer, geboren am 16.03.1943 in Wegberg bei Mönchengladbach, zählt zu den erfolgreichsten deutschen Motorsportlern. Neben seinem Formel-1-Start 1977 zählen 4 Kart-Europameistertitel und 3 Siege in der deutschen Rennsportmeisterschaft zu seinen Erfolgen. Über 1000 Rennen hat er absolviert und zahlreiche Siege eingefahren. Sein Markenzeichen, der Tiroler Hut. In seiner Garage stehen die Insignien des Erfolgs. Pokale und Rennwagen aus über 40 Jahren im Motorsport sind Belege für eine erfolgreiche Karriere. Besonders die Anfangszeit war durch Zufälle geprägt. Erinnerungen. Hans, du bist ja wirklich einer der absolut erfolgreichsten Rennfahrer in Deutschland und hast auch diese glorreichen Zeiten 70er, 80er Jahre erlebt und mitgeprägt. Und was war die Inspiration, dass du sagst, ich will Rennfahrer werden? Also zuerst mal hat man mich zwangsversetzt nach Adenau. Da war natürlich rein zufällig der Nürburgring. Und da ist natürlich der Bacillus geboren worden. Das war in jungen Jahren und bin dann in den Urlaubszeiten hier immer zu Hause gewesen. Bei Mercedes gab es einen Meister, der mit dem Nachwuchs ein Kart baute, wochenlang. Ich habe das gesehen und ich habe freitags angefangen und samstags nachmittags war es fertig. Aus ganz normalen Vierkantrohren hergestellt. Der Motor war eine 250er Adler. Holländischer Meister im Go-Kart, deutscher Meister, Europameister. Also du warst ja eigentlich damals, warst du ja schon so eine absolute Größe, ne? Ja, ich bin da in Holland gefahren, da gab es also keinen Führerschein, da musste man einen haben. Dann gab es einen anderen Namen, den möchte ich nicht nennen, außer von einem Freund, der hieß Lothar Hansmann, das war der Karl-Heinz Becker. Ja. Wir beide sind da theoretisch... Also der Becker war der Lothar Hansmann. Und du willst nicht sagen, wie du hieß. So, und dann sind wir natürlich als fertige Profis nach 3 Jahren in Deutschland aufgeschlagen und haben natürlich hier theoretisch, nicht theoretisch, sondern in der Praxis alles niedergemacht, wo die alle sagen, was ist denn jetzt passiert? Das kann ja gar nicht sein. Okay. Ja. Zolder in Belgien im Herbst 1970. Hans startet auf einem BMW 2002 Ti. Sein erster Einsatz in einem Wagen mit Dach wird direkt von Erfolg gekrönt. Dann war es der Start. Ich hatte einen Starter. Es gab ja noch keine Ampeln, sondern eine Fahne. Ich konnte die aber nicht sehen, weil ich so weit hinten war. Und irgendeiner hat so gemacht. Er hat aber schon so gemacht, er war noch gar nicht gestartet. Da war ich natürlich schon am Fahren. So, und ich habe dann, ja, rigoros, so in Kartmanieren, hatte ich rundherum sämtliche Farben am Auto, aber die Spur und die Spiegel waren immer noch dran. So, werde dann nach vorne gewunken, dann riss einer die Türe auf mit also solchen Händen, brüllte mich auf Bayerisch an, ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Im Nachhinein der alte Stuck, den ich überhaupt nicht kannte. So, dann kam der Peter Köpfchen zu mir, was ein sehr feinfühliger Mensch war, der überhaupt nicht laut wurde, brüllte mich an, zog mich in die Box und sagte zu mir, du bist das ganze Jahr engagiert. Ich hatte das Rennen gewonnen. Aber nicht nur im Tourenwagen ist Hans erfolgreich. In seinem Besitz befindet sich ein Original-Formel-1-Wagen, mit dem er in Hockenheim an den Start ging. Ein ATS aus der Saison 1977 mit Ford-Motor im Heck. Auf dem Firmengelände von Heyer parken überall auch die Rennfahrzeuge von Hans. Und das in ungewöhnlichen Locations. Aber Hans, sei mir nicht böse, aber du bist schon ein bisschen bekloppt, oder? Ja, da stehen schon 2 Bekloppte hier. Das ist ja auch wieder so ein Ding, weißt du? Da hat der Heyer in Stadtbücherei Krefeld, hast du gesagt? Ja. So einen alten Schwenkbus, stehen da Rennautos drin. Da vorne in Penske Formel 1.
Und das ist ja ein 77er ATS. Das ist ja so ein Auto, mit dem du auch in Hockenheim gefahren bist. Das ist das Auto, wo ich in Hockenheim mitgefahren bin. Ich habe das im Endeffekt mit dem Ron Dennis getauscht, der unbedingt einen McLaren, den ich hatte, haben wollte. Und dann habe ich zufällig das Auto dadurch bekommen. So mit dieser Zeit, das waren ja alles Cosworth-Motoren mit ca. 500 PS. Und ich habe natürlich sofort zugeschnappt, dann haben wir den noch ein bisschen verfeinert, damit das auch wirklich original wieder aussah. Hans und der Lancia. Eine Geschichte, die so nur in Italien geschrieben werden kann. Lancia Beta Monte Carlo. Das Gruppe 5 Rennauto mit kleinem 1,4 Liter Turbo im Heck sorgt mit fast 500 PS für ordentlich Dampf. Hans wird im ersten Lancia-Jahr direkt Meister und kann sich 1980 gegen die Konkurrenz von BMW und Ford durchsetzen. In 13 Rennen holt er 2 Siege und am Ende auch den Titel. Knapp vor Hans-Joachim Stuck im BMW und Klaus Ludwig im Ford. Ich habe dich mit diesen Autos auf der Nordschleife fahren sehen immer. Ja, das war auch ein Erlebnis. Ja. Das ging auch sehr gut auf Handling? Der Nordschleife. Perfekt. Also kurzer Radstand, ja. 19 Zoll Hinterräder, querliegender Motor und Getriebe, 1,4 Liter Turbo. Die Sensation schlechthin. Ich habe eine Bitte. Ja. Darf ich mich mal reinsetzen? Ja, gerne. Ja. Wo machst du ein Foto von mir? Ja. Ja? Ja. Hätte ich mal Lust zu. Also. So, die Frage ist jetzt nur, ob du besser aussiehst oder das Auto. Nein, du musst, du bist der Schönste hier. Ja, da kommt das Auto auch nicht mit. Ja. Machen wir. Hier. Machen Sie ein Foto von mir. Ich mache dir das mal auf, da springst du da mal rein. Hier ist mein Handy. Kommst du in deinem hohen Alter überhaupt da rein? Ja, ich weiß es nicht. Es staubt doch ganz schön da drin, du. Mann, oh Mann. So, jetzt musst du nur noch lächeln. Erinnerungsstücke an die gute alte Zeit. 1981 startet Haya wieder auf Lancia und erreicht den zweiten Platz der deutschen Rennsportmeisterschaft. Auch bei den 24 Stunden von Le Mans startet er im Italiener. Doch mit dem Lancia kommt er nicht ans Ziel. Ganz anders sieht es bei diesem Auto aus. Der liebevoll rote Sau genannte Mercedes ist ein Unikat mit besonderer Geschichte. Mit dem 300 SEL startet die neue Tuningfirma AMG bei den 24 Stunden von Spa im Jahr 1969 und überrascht die Konkurrenz. Eine dicke Limousine mit extrem potentem Motor unter der Haube. Auch wenn das Auto nur ein exakter Nachbau ist. Die Erinnerungen von Hans an den legendären Rennwagen sind unvergessen. Die große Ausnahme war eben, dass das eine große Limousine war mit sehr viel Hubraum. Und das Auto war schlicht eine Sensation für die Zuschauer, für uns als Fahrer mit dem Clemens Schicken dann zusammen natürlich auch. Das Auto hatte nur einen einzigen Haken durch das Gewicht, hatte das also fast überhaupt keine Bremsen. Es war ein Automatikauto damals beim ersten Einsatz. So, man konnte natürlich über die Automatik sehr gut das noch mit runterholen, aber die Leistung und die Topspeed war so gut, dass wir mit den damaligen Werkscapris, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr gut mithalten konnten, beziehungsweise ja schneller waren. Und nur über den Benzinverbrauch wir immer wieder diese Zeit aufholen mussten. Es war eine Sensation. Die Zuschauer fanden das natürlich wahnsinnig extrem, dass man aus solch einem Auto ein Rennauto gemacht hat. Das 24-Stunden-Rennen von Spa in Belgien 1969. Die junge Firma AMG startet mit dem Mercedes 300 SEL und der Fahrerpaarung Haier Schickentanz. Dank Motorguru Melcher werden dem 6,8 Liter Motor über 400 PS entlockt. Die Ingenieure holen fast 200 Kilo aus der Limousine. So haben die Schwaben eine Chance gegen die Konkurrenz und holen am Ende den zweiten Platz im Gesamtklassement.
Die Klasse Kremise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse. Und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation, Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken, denn das wird gut.